Sesamstraße präsentiert. Ernie und Bert. Und David Garrett. Na, wie war deine Reise? Was soll das denn jetzt? Ich glaube, David antwortet mit seiner Geige, Bert. Ernie, das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. Oh nein, siehst du den Schal, Bert? Ich glaube, David ist heiser und deshalb lässt er heute seine Geige für sich sprechen. Das ist lächerlich, Ernie. Geigen können nicht sprechen. Jetzt pass mal auf. So, Geige, dann sag doch mal, wo hat Davids Reise denn begonnen? Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Oh ja, Spanien, da ging Davids Reise los. Olé, na, glaubst du es jetzt, Bert? Also, ich weiß nicht. Und wie ging denn die Reise weiter? Ich höre eine arabische Wüste, Bert. Aber... So? Ernie, was soll das? David ging mit einem Großvisier durch die Wüste spazieren. Als der plötzlich von einem Sandsturm davongeweht wurde. Einem Sandsturm? Und David, wo bist du dann hingefahren? Oh, New York! New York? Ba-da-da-da-da. Ja-da-da-da-da. Ernie, was machst du denn jetzt mit dem Schirm? Na, hörst du denn nicht, was die Geige sagt, Bert? In New York hat es plötzlich angefangen zu regnen. Das darf doch nicht wahr sein. Gesundheit, Bert. Bert, du solltest dich lieber abtrocknen, sonst bist du auch bald ganz heiser. Moment, ich bin ja gar nicht heiser. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob ihr mich auch versteht, wenn ich meine Geige sprechen lasse. Hat doch toll geklappt. Oh, David, und wie? Sehr witzig. Naja, sie kann vielleicht antworten. Aber was sie nicht kann, ist Fragen stellen. Sekunde, ich glaube, da irrst du dich auch. Pass mal auf. Oh ja, das sind ganz viele Fragen, Bernd. Pass auf. Wer, wie, was? Wer, wie, das? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Toll!